Welche Bedeutung hat das Herzogarn für Sie als moderner Arzt in der heutigen wissenschaftlichen Medizin? Im heutigen Kontext wird das Herz ja zunächst einmal als Pumpe angesehen. Dieser Gedanke oder diese Ansicht entstand im 17. Jahrhundert, vornehmlich durch William Harvey und René Descartes. Das Interessante ist nun, dass in den letzten 10, 15 Jahren sehr deutlich wurde, dass das Herz sehr viel weitere Dimensionen hat, die über einen reinen Befehlsempfänger und eine reine Pumpfunktion weit hinausgehen. Und hier eröffnen sich für die ärztliche Arbeit, aber auch für andere Bereiche in der Welt ganz neue Betrachtungsweisen und neue Sichtweisen auf dieses Organ. Ein wesentlicher Parameter in Ihrem Buch ist die Herzfrequenzvariabilität. Was genau ist das? Die Herzratenvariabilität beschreibt den Unterschied oder die Veränderungen von Herzschlag zu Herzschlag. Wir vergleichen das Ganze mal mit einem Automotor. Ein Automotor soll möglichst gleichmäßig, soll der Motor arbeiten. Das heißt, ohne große Veränderung. Das ist sozusagen das Ziel beim Auto. In den 60er, 70er Jahren hat man gedacht, dass das auch beim Herzen notwendig sei, dass das Herz möglichst gleichmäßig schlägt. Dabei haben schon die alten Chinesen vor 5000 Jahren gesagt, wenn das Herz so regelmäßig schlägt, wie der Specht im Wald klopft, stirbt der Mensch innerhalb von wenigen Tagen. Und in den 70er, 80er, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde das dann sehr intensiv beforscht, dieses ganze Thema, und es wurde dann deutlich, dass eben diese Herzratenvariabilität, das heißt die Veränderung von Herzschlag zu Herzschlag, dass die Ausdruck ist des vegetativen Nervensystems. Das hat weitreichende Konsequenzen, weil dadurch, dass es eben Ausdruck ist des vegetativen Nervensystems, dadurch haben wir eine sehr einfache Möglichkeit, indem wir die Herzratenvariabilität messen, haben wir einen Einblick dahin, wie das vegetative Nervensystem im Moment arbeitet. Das heißt, wir kriegen einen Einblick, und zwar einen Einblick, wo wir den Menschen nicht pieken müssen oder irgendwie, wie wir das nennen, invasiv herangehen müssen, sondern wir können das über sehr einfache Messverfahren können wir sehen, wie das vegetative Nervensystem gerade aktuell gestimmt ist. Aber nicht nur das. Das vegetative Nervensystem ist verbunden oder ist zuständig für die gesamte Steuerung aller Prozesse im Organismus vom Kopf bis zum Fuß. Alle Prozesse unterliegen der Steuerung des vegetativen Nervensystems. Und von daher bekommen wir hiermit einen wesentlichen Einblick in die Funktionsfähigkeit des Organismus. Nun ist es so, dass in den 90er Jahren eine wesentliche Arbeit vom Heartmath-Institut in Kalifornien gezeigt hat, dass die Herzratenvariabilität auch Ausdruck ist von dem, wie es mir momentan geht. Also ob ich beispielsweise gefühlsmäßig aufgewühlt bin, ob ich im Ärger bin oder ob ich in einem Gefühl bin, beispielsweise des Mitgefühls. Dementsprechend ist die Herzratenvariabilität eine andere. Das heißt aber auch in der nächsten Konsequenz, indem ich bestimmte Gefühlszustände aufrufe oder in mir aktiv erzeuge, kann ich einwirken über das Herz auf die Herzratenvariabilität und damit auf das vegetative Nervensystem und kann damit von meiner geistigen Gefasstheit einwirken auf die physiologischen Prozesse in meinem Organismus. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, dass wir damit eben das Tor haben, über das Herz einzuwirken in physiologische Prozesse, in Gesundheit wie in Krankheit. Aus welchen Quellen kann ein Arzt heutzutage sein Heilwissen beziehen, um einen Patienten in Sachen Salutogenese umfassend beraten zu können? Ja, da ist ja zunächst einmal die Frage zu klären, was ist eigentlich Salutogenese? Der Begriff wird ja noch nicht allen verständlich sein. Wir leben noch in dem Weltbild der Pathogenese, das entstammt aus dem 19. Jahrhundert. Wesentliche Vorreiter des Weltbildes der Pathogenese war zum Beispiel Rudolf Virchow gewesen, aber auch Semmelweis und wie die großen Ärzte zu der damaligen Zeit alle hießen. Diese Ärzte haben herausgefunden,
Welches Bakterium beispielsweise oder meinetwegen auch ionisierende Strahlen oder so etwas führt zu welchem Krankheitsbild? Das heißt, ich habe den und den Auslöser und daraus resultiert die und die Erkrankung. Aaron Antonowski, ein jüdischer Arzt, der im 50er Jahren in New York Medizin studiert hat und dann dort medizinischer Soziologe geworden ist, der hat herausgearbeitet an großen, international beachteten Studien, ging er der Frage nach, was hält den Menschen eigentlich gesund? Also nicht, was macht mich krank, sondern wir leben in einer Umwelt, die uns ständig krank macht. Sondern die Frage ist ja die, warum sind wir denn nicht alle ständig krank, sondern warum ist dann doch auch ein ganzer Teil der Bevölkerung gesund? Beziehungsweise aus welchen Kräften heraus kann ich, wenn ich krank bin, auch wieder genesen? Und das ist eben jetzt nicht die Frage, was führt zur Erkrankung, sondern was muss da sein oder welche Bedingungen können da sein oder wie ist der Weg wieder in die Gesundheit hinein. Und so ist dieses Konzept der Salutogenese eigentlich das Konzept des 21. Jahrhunderts, weil wir kommen mit der Frage der Pathogenese, das ist weitestgehend erforscht, sondern es geht jetzt wirklich auch in der Frage unserer ganzen Probleme, die wir haben in unserer Zivilisation, auch bedingt durch die ganze Umweltverschmutzung und so weiter, geht es mehr und mehr um die Frage, was muss geschehen, damit ich gesund bleibe oder gesund werden kann. Und da spielt natürlich dann eben auch aus meiner Sicht das Herz eine sehr große Rolle, weil ich eben hier schlussendlich über meine geistige Einstellung den Dingen gegenüber auf meinen Organismus einwirken kann. Konkretes Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe eine ernsthafte Erkrankung, ich denke jetzt zum Beispiel an Krebs, aber ich bleibe fortwährend in negativen Gefühlen, wenn nicht sogar vielleicht auch gar im Hass, dann wird all das nichts nützen, was ich tue, weil ich durch diese negativen Gefühle fortwährend meinen Organismus schwäche. Und hier kann eben ein ganz anderer Ansatz der sein, daran zu arbeiten, wie schaffe ich es, aus diesem krankmachenden Element herauszukommen und wie bekomme ich das hin, dass ich es wieder lernen kann, als Patient gesunden auf meinen Organismus einzuwirken. Das heißt, ich habe hier eine sehr konkrete Brücke, wie ich in die physiologischen Prozesse in Gesundheit und Krankheit eingreifen kann. Sie sprechen auch den Wissenschaftszweig der Epigenetik an. Kurz, welche Gene sind angeschaltet, welche nicht? Kann ich Gene durch Rhythmen beeinflussen? Ja, eine sehr gute Frage. Also seit ungefähr 20 Jahren wissen wir, dass im Grunde fast alle, wenn nicht alle Gene, auch chronobiologisch gesteuert werden, das heißt über Rhythmen gesteuert werden. Das heißt, die Frage auch einer rhythmischen Lebensführung, also Schichtarbeit zum Beispiel ist ein ganz großes Thema, ja, sei das nun freiwillig oder unfreiwillig, oder auch der Jetlag, in dem ich eben immer in verschiedenen Kontinenten arbeite, beispielsweise gibt es da entsprechende Untersuchungen, auch bei Langstreckenflugzeugen, dort bei den Piloten. Diese Störung des Tag-Nacht-Rhythmuses zum Beispiel verändert die genetische Aktivität von verschiedenen Genen und hat dann auch wieder Krankheitsdispositionen zur Folge. Auf der anderen Seite natürlich auch hier wiederum, indem ich mich bewusst einem rhythmischen Lebenswandel unterziehe, kann ich auch dadurch durch eine sehr einfache Maßnahme auch wieder was tun für meine Gesundheit.